Ja, herzlich willkommen zum nächsten Google Hangout zum Thema Story Master und Story Mastering. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgedrückt und das wird mir jetzt gleich bestätigen, mein Gegenüber bei dem Google Hangout, Joachim Günster, seines Zeichens Story Master. Willst du dich mal bitte ganz kurz vorstellen? Ja, sehr gerne, Werner. Vielen herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Hangout. Disclosure hier ist der erste Hangout meines Lebens auf Google und ich bin total begeistert. Story Master bedeutet, ich lehre und entwickle Stories für Unternehmen, für meine Kunden. Und ich bin kein Storyteller, das heißt, ich erzähle keine Geschichten, sondern ich helfe, Geschichten zu entwickeln, die dann wieder der Storyteller erzählt. Und der Storyteller ist in dem Fall immer ein Kunde, ein Unternehmen, der Vertrieb von denen oder auch andere Funktionseinheiten in einem Unternehmen. Weil mein Motto ist: No Story, No Business. Wer keine Stories an den Kunden übermittelt, der verkauft weniger. Das ist plausibel. Nur wie entwickelt man Stories? Oder besser gesagt, warum haben Unternehmen oder die Menschen dahinter, die Verkäufer, keine Stories? Na, das frage ich mich auch immer wieder, aber es ist tatsächlich so, wenn man die Mehrheit der Unternehmen anschaut, dann haben die irgendwelche Produktfeatures, die sie auf einem Datenblatt haben. Sie listen dann Spezifikationen auf und sagen, wir können das, das und das und das. Aber das ist eben genau das, wo sich eine Story von den reinen Zahlen, Daten, Fakten, ich nenne es auch ZDF, unterscheiden. Weil Zahlen, Daten, Fakten gehen bei uns in die analytische Gehirnhälfte, also in die linke Hemisphäre hinein, werden verarbeitet und dann wird darüber nachgedacht und entweder wird gekauft oder nicht. Meistens wird nicht gekauft, weil das Gehirn denkt, 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 denkt und irgendeine Ungereimtheit ist immer da. Eine Story hingegen geht in die rechte Hemisphäre und von dort ungefiltert, ohne Analyse direkt ins Herz. Und ich kann das auch ganz leicht beweisen. Du hast wahrscheinlich mal von Rotkäppchen gehört, Werner. Ja, definitiv. Und wahrscheinlich ist es länger als 5 Jahre her, wo du das zum ersten Mal gehört hast. Zum ersten Mal, ja, leider doch mehr als 5 Jahre, ja. Und wahrscheinlich sogar mehr als 10 oder 20 Jahre her. Jetzt wirst du aber gemein, aber es Ist stimmt. kein Problem. Ich habe Gruppen, manchmal, da frage ich das, und da ist es zum Teil 50 Jahre her, wo man sich noch, vor 50 Jahren hat man Rotkäppchen zum ersten Mal gehört und man erinnert sich noch daran. Jetzt stellt sich die Frage, die Gegenfrage: Wenn ein Verkäufer zu dir kommt und will dir ein Produkt verkaufen und er geht wieder aus der Tür, wie lange danach erinnerst du dich noch an dieses Angebot? Du hast mich gerade eiskalt erwischt. Ja, ich glaube, dauert nicht mehr lange, bis er In den draußen. meisten Fällen läuft er aus der Tür raus und du hast vergessen, was er dir erzählt hat. Ganz besonders, ich arbeite ab und an mal mit Startups, ja. Da kommt zum Investor ein Startup, geht aus der Tür raus und der nächste Startup kommt rein. Das heißt, wenn du nicht einen dauerhaften Eindruck hinterlässt oder irgendwas in den Kopf von dem Menschen pflanzt, dass er sich an dich erinnert, bist du weg. 30 Minuten später bist du definitiv weg. Aber Rotkäppchen können wir uns noch erinnern nach 10, 20, 30, 50 Jahren. Warum ist das so? Und das ist deswegen so, weil Rotkäppchen hat Elemente einer richtig guten Story. Eine Story, die eben in die rechte Hemisphäre einsinkt, nicht gefiltert wird und bam, im Herz hängen bleibt. Und da wollen wir unsere Kunden hinhaben. Wir wollen dafür sorgen, dass die uns 50 Jahre lang nicht vergessen. Und nach 5 Jahren anrufen und sagen: Ich kann mich noch erinnern, ich möchte gerne dieses Produkt kaufen. Ja. Das ist ein klasse Ziel. Wie setzt du das um? Also wie funktioniert das? Also zum einen lehre ich das und ist auf meinem Blog nachzulesen. Es gibt Videos von mir und Bücher von mir. Aber um es ganz einfach zu machen: Rotkäppchen ist deswegen interessant, weil es eben nicht heißt, Rotkäppchen geht aus dem Haus und geht zur Großmutter, setzt sich hin, trinkt Kaffee und Kuchen und geht wieder nach Hause. Sondern Rotkäppchen geht aus dem Haus. Und auf dem Weg durch im Wald kommt der Wolf und fragt, wohin des Weges, Rotkäppchen. Und da haben wir ein Element, was in jede Story hineingehört. In jede Story, egal wie kurz sie ist, selbst wenn es eine 8-Sekunden-Video auf Vine ist oder irgendwo, es ist der Bösewicht. Weil der Bösewicht die emotionale Höhe von einer Story bestimmt. Ohne Bösewicht keine Story. Und weißt du, wer den Bösewicht, naja, ich sage nicht erfunden, aber adoptiert hat? Nein, leider nicht. Die Versicherungen. Die Versicherungsvertreter kommen zu dir und sagen: Hey, Sie haben so ein tolles Unternehmen gebaut, tolle Familie und die Kinder. Haben Sie mal darüber nachgedacht, was passiert, wenn morgen jemand
Betrunkener Sie auf der Straße anfährt, wäre es nicht hilfreich, wenn Sie eine Krankenversicherung hätten, Krankenhaustagegeld, Lebens-, whatever. Das ist die Methode der Versicherer seit 100 Jahren und die funktioniert. Stimmt, so habe ich auch meine Versicherungen abgeschlossen. Absolut. Und der Bösewicht, man darf das jetzt nicht überinterpretieren, der Bösewicht muss kein Mann sein, kein Mensch sein. Der muss auch kein Wolf sein. Es muss aber etwas sein, was dich als Kunden in eine schwierige Lage bringt, wenn du nicht aufpasst. Etwas, wo du wirklich dran hängst. Etwas, wo du eine emotionale Höhe hast. Es nutzt überhaupt nichts zu sagen, wir haben 100 PS und der andere nur 99, weil der andere kommt und sagt, ich habe jetzt 102 PS. Und dann kommst du und sagst, jetzt habe ich 104 PS. Das ist Unfug. Sondern du musst sagen, wenn du 0 PS hast, kommst du nirgendwo an. Und wir haben hier die Maschine, die dein Leben verlängert, dich schöner macht, dich berühmter macht und so weiter und so fort. Das heißt, die emotionale Höhe muss da sein. Ich gebe dir mal ein Praxisbeispiel. Danke, ja. Ein meiner Kunden, der hat einen Solarspeicher für, also einen Stromspeicher für Solaranlagen. Der nennt es technisch korrekt Energiespeichersystem, ESS. Und er geht auch zum Kunden und sagt, oder er ging zum Kunden und sagt, wir haben ein ESS, Energiespeichersystem für deine Solaranlage und damit nimmst du auch noch am Primärregelleistungsmarkt teil. Und der Kunde sitzt da und sagt, cool, was ist denn das? Und dann haben sie mich angeheuert und ich habe dann zum Schluss gesagt, ihr müsst ganz einfach eine Geschichte erzählen. Und die Geschichte geht so. Lieber Kunde, die Solaranlage auf Ihrem Dach, was macht denn die, wenn abends die Sonne untergeht? Kein Strom mehr. Technisch unmöglich. Das heißt, Sie brauchen abends keinen Strom. Naja, doch, weil ich will ja Fernsehen gucken, kochen, föhnen und so weiter und so fort. Und wo kriegen Sie den Strom abends her? Ja, den kriege ich von Stadtwerken oder wer auch immer. Ja, aber dafür zahlen Sie ja, oder? Ja, klar. 28,5 Cent heute. Und wenn Sie tagsüber mit viel Sonne im Sommer zu viel produzieren, was machen Sie dann? Ja, dann verkaufe ich den Strom. Kriegen Sie nur 13,5 Cent. Das heißt, Sie verkaufen billiger, als Sie einkaufen. Das ist normalerweise so umgekehrt. Ja? Wäre es nicht großartig, wenn Sie eine eigene Sonne zu Hause hätten, die dann Strom liefert, wenn die Sonne am Himmel untergeht? Das wäre doch toll. Und da sagt natürlich jeder ja. Weil die eigene Sonne zu Hause, und das ist die Story. Und der Bösewicht ist, du kaufst teuer Strom ein und abends geht die Sonne unter. Also der Bösewicht ist nicht immer der Wolf. Das stimmt, ja, okay. Ich habe das soweit, glaube ich, ganz gut verstanden. Aber, und dein Ansatz ist es jetzt eben, du bringst den Unternehmen auf den Gedanken, wie die Story gut verkauft werden kann. Du packst denen oder du hilfst denen, das in eine Story zu verpacken. Korrekt, korrekt. Ich habe dann eine Vorgehensweise, was auch, wie gesagt, auf meinen Büchern, meinen Blogs und im Internet oder in YouTube nachzuvollziehen ist. Wie entwickle ich eine Story? Welche Elemente gehören in eine Story rein? In welcher Reihenfolge? Wo muss welche Betonung rein? Und diese Dinge, da gibt es jede Menge Nuancen. Aber das kann man auch relativ simpel machen, indem man sich einfach mal hinsetzt und sagt, was ist denn meine Story? Wie kann ich denn wegkommen von diesen Zahlen, Daten, Fakten? Was ist meine Story und wo ist der Bösewicht? Alleine, wenn man so anfängt zu denken, kann man seinen Verkauf schon signifikant steigern, weil man einen Bösewicht hat und die emotionale Höhe hat. Also es muss nicht immer 100% feingeschliffen sein. Es reicht, wenn man grundsätzlich mal anfängt zu sagen, weg von den Zahlen, Daten, Fakten hin zu einer Story mit einem Bösewicht. Das ist der Quick-Tipp sozusagen. Ja. Ich werde in der Infobox hier drunter für die Leute, die da ein bisschen mehr oder noch weiter nachforschen wollen und ein bisschen mehr wissen wollen, die Links setzen zu deinem YouTube-Channel, zu deiner Homepage natürlich. Und du hast, glaube ich, auch mehrere Bücher zu dem Thema auch schon geschrieben. Genau. Die gibt es klassisch bei Amazon. Ganz normal bei Amazon, ja. Oder jeder gut geführte Buchhandel in Deutschland, Österreich und Schweiz. Absolut, ja. Sogar in den USA, es gibt das auch in Englisch. Aber es geht immer um eins. Und das ist das, was ich den Zuhörern heute mitgeben will. No Story, no Business. Erzählt Stories. Hört auf mit Zahlen, Daten, Fakten. Erzählt Stories. Kann ich dir nur bestätigen, ich habe seit 20 Jahren Veranstaltungsgeschäft und kenne die PowerPoints und Slideshows sozusagen, die
zugemüllt sind mit Fakten, Fakten, Fakten. ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Genau. Ja, ganz herzlichen Dank. Ja. Ich hoffe, wir sehen dich auch mal live. Ich lade dich jetzt ganz herzlich ein zu unserer Münchner Frühstücksrunde, Oh, sehr die Dank. im Monat stattfindet beim Alfons Schubeck. Oh, cool. Nicht weit weg von dir. Und wann das genau stattfinden wird, werde ich euch nochmal gesondert sagen. Gehen wir mal davon aus, nach der Sommerpause. Ansonsten stehst du natürlich auch mit deinen Kontaktdaten gerne zur Verfügung. Also darf ich deinen Xing- oder LinkedIn-Kontakt sozusagen auch vernetzen. Noch ein letztes Wort, damit ihr alle der Wichtigkeit von Storytelling euch bewusst werdet. Schubeck ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Schubeck ist ein exzellenter Koch, aber ein noch besserer Storyteller, weil wenn er keine Storys erzählen würde, wäre er weder so berühmt noch so erfolgreich. Gebe ich dir absolut recht, stimme ich sofort zu. Ich trinke heute noch Ingwerwasser und werde das Bild auch nie wieder los. Sehr gut für den Abschluss. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank an euch, dass ihr uns zugeschaut habt. Wenn ihr mehr wissen wollt zu Joachim Günster und Story Master, dann eben, wie gesagt, unten in der Infobox und alsbald live auf der Münchner Frühstücksrunde. Ich bedanke mich. Ganz herzlichen Dank zu dir, Joachim, und ganz herzlichen Dank für alle, die zugeschaut haben. Vielen Dank für die Einladung und ein Hallo und Dankeschön an die Zuschauer und Zuhörer. Super, perfekt. Danke dir. Ciao.